Genau, richtig cool. Jetzt kommt noch eine Rede von Taggio und er wird uns generell was über die Klimagerechtigkeitsbewegung erzählen. Komm mal auf die Bühne. Ja. Moin. Hi. Danke für die Einladung. Ich soll zwei verschiedene Sachen machen, wo ich zwei verschiedene Hüte trage. Einerseits hat mich Paul gefragt, ob ich mal diese coole Karte vorstellen kann. Das wird voll schwer. Genau. Zeig mir auf die grüne Seite zuerst. Also, viele Leute sagen ja, unterstellen auf Fridays, dass es eine viel zu nordzentrierte Bewegung ist. Und als jemand, der von Ende Gelände kommt, würde ich sagen, wir sind doch immer schon eine Bewegung für Klimagerechtigkeit. Viele Leute wissen aber gar nicht, was dieser Begriff Klimagerechtigkeit eigentlich bedeutet und wo überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit gekämpft wird. Deswegen haben wir, RLS, Umweltinstitut, Powershift, diese Karte gemacht. Die Logos sind ganz, ganz klein in der Ecke, scheiß da drauf. Wir haben diese Karte gemacht, um zu zeigen, so groß und breit ist unser Widerstand. We will rise. Of course, gibt es auch das andere Problem, dass es halt nicht so ganz klar ist, ob wir gewinnen. Deswegen wollen wir den anderen Leuten nochmal zeigen, was passiert, if we don't rise, we will burn. Das heißt, es gibt diese wunderschönen Karten, mit denen ihr zeigen könnt, wie scheiße das mit dem Klimawandel wird und wie geil das mit dem Widerstand ist. Wahnsinn, total geiles Konzept. Die Karten sind alle steuerfinanziert, das heißt, ihr habt alle schon dafür gezahlt, das heißt, ihr könnt sie auch mitnehmen. Und wer der Meinung ist, dass ihr zwei davon mitnehmen müsst, weil ihr beide Seiten zeigen müsst, I don't know, I mean, you know, that's your decision. Also genau, Karten liegen hier, können bei der RLS-Website bestellt werden. Okay, das war der erste Punkt. So, zweitens. Genau, alle Karten sind hier vorne, aber ihr solltet mir am liebsten noch zuhören, weil der zweite Punkt ist zu Ende Gelände am 30.11. Und Ende Gelände ist wichtig. Genau, weil nämlich... Also, na, wir alten Säcke von Ende Gelände finden das voll geil, dass ihr am Start seid. Wie krass ihr am 20.09. 1,4 Millionen auf diese Straße gebracht habt. Das hat keine soziale Bewegung in der BRD jemals hinbekommen. Ihr verändert die Gesellschaft komplett. Wie geil. However, jede Strategie dieses Jahr, die darauf gesetzt hat, die darauf vertraut hat, dass diese Pappnasen, die Regierung, irgendwie Klimaschutz liefern, hat bisher ein kleines Problem. Es gibt halt keinen Regierungsklimaschutz. Klimaschutz findet immer noch nicht statt. Nach Monaten von Aktionen, nach Extinction Rebellion, nach Rebellion Week, nach Hambi, nach Ende Gelände und 1,4 Millionen auf der Straße von euch, gibt es immer noch keinen Klimaschutz. Und ich weiß auch, dass bei Fridays nicht so gerne über Kapitalismus geredet wird. Verstehe ich. Aber ich finde, man muss schon die Frage stellen, warum gibt es eigentlich keinen fucking Klimaschutz? Und da kommt man vielleicht zu den Ideen zurück, die Ende Gelände auch ein bisschen, ich sag mal, publik gemacht hat. Wer glaubt, nee, wer Klimaschutz will, in der Situation, wo die andere Seite, Kapital, Kohlegewerkschaft, Kohleländer, AfD und andere Seite alle sagen, nee, Klimaschutz gibt's nicht, müssen wir den eben selbst machen. Deswegen ist es so wichtig, dass nach dem 29., wenn ihr nochmal gezeigt habt, dass ihr die Macht in der Gesellschaft seid, dass wir als Klimabewegung die Macht sind, dass am 30. Leute sagen in der Lausitz, hey, wir zeigen jetzt der Welt, wie Klimaschutz geht. Wir stoppen diese scheiß Kohletagebaue. Wir stoppen die Kohlekraftwerke. Nicht, weil die strategische Analyse von Fridays falsch war, sondern einfach, weil bisher von denen kein Klimaschutz kommt. Und wenn die es nicht machen, machen wir es eben selbst. 29. ist Klimastreik, 30. ist Ungehorsam. Nur zusammen können wir gewinnen. Rock on, Leute, danke.